Oh mein Gott, Leute, das neue Brawl Stars Update ist jetzt draußen und es gibt jetzt schon wieder so krasse neue Theorien, die ihr unbedingt erfahren müsst. Es gibt eine richtig krasse neue Info zu dem geheimen Supercell bzw. Brawl Stars Livestream. Einige Sachen im Update habt ihr wahrscheinlich noch nicht mitbekommen, und zwar unter anderem eine kleine Änderung am Brawl Pass, und es wurde eine Verbindung gefunden zwischen Search, Nani und Sprout. Es ist wirklich zu krass, Freunde. Trage doch gerne Creator Code Clash Games bei dir im Shop ein, um mich kostenlos zu unterstützen, wenn du dir etwas mit Juwelen kaufst. Der Hyper Merch. Verfügbar ab 18.07. um 14 Uhr auf dermerch.de. Streng limitiert auf 3000 Stück. Jo Leute, was geht? Und damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen Brawl Stars Video hier auf meinem Kanal, Freunde. Ja Mann, ihr wisst es, neues Update ist am Start. Und am Premium habt ihr schon gehört, es gibt wieder kranke neue Theorien, die ich euch heute unbedingt vorstellen möchte. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, was ihr dazu sagt. Bleibt auf jeden Fall am Start, Leute. Holt euch Popcorn, holt euch Chips, auf jeden Fall irgendwas, dass ihr hier auf jeden Fall ganz, ganz gespannt die Lauscher anspitzen könnt, damit ihr hier auf jeden Fall alles mitbekommt. Denn ihr wisst es gibt bereits schon einige Videos auf meinem Kanal, wo ich euch einige krasse Theorien vorstelle. Das Ganze heute sind auch wieder einige Theorien, beziehungsweise gar nicht Theorien, sondern eigentlich eher 8 Dinge, die du im neuen Update noch nicht mitbekommen hast, beziehungsweise verpasst hast. Ich bin mir sehr sicher, dass du viele von diesen Sachen noch nicht mitbekommen hast. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal direkt rein. Aber davor, Leute, lasst natürlich gerne mal wieder einen fetten Daumen nach oben da hier auf diesem Video. Lass uns mal probieren, easy die 10.000 Daumen nach oben zu erreichen. Und falls du noch kein Abonnent meines Kanals sein solltest, lass doch gerne mal ein kostenloses Abo da und aktiviere die kleine Glocke, damit du kein neues Brawl Stars Video mehr verpasst und auch keine neuen Theorie-Videos mehr. Und ebenfalls gibt es jetzt noch eine ganz wichtige Ankündigung. Und zwar, Freunde, schaut euch das hier mal an. Wie krass ist das bitte? Am 18.07., also jetzt in nicht mal mehr 2 Wochen, kommt der neue Hashtag Danita Hypermerch raus, Leute. Schaut euch das an. Eine richtig geile Box, limitiert auf 3000 Stück auf damage.de ab 14 Uhr dann am 18.07. erhältlich. Und ihr seht hier schon mal, wir haben hier schon mal die erste Sache an. Und zwar das überarbeitete neue Danita-Logo. Richtig geile Sache mit Bruce am Start. Ja. Und was gibt es denn hier drin, Leute? Zum einen haben wir hier den Schlüsselanhänger. Auf der Rückseite seht ihr es mit unserer Unterschrift eingraviert. Von vorne sieht der so aus. Der, ja, richtig Metall, nice, ne? Sache. Genau, das ist ein Metallschlüsselanhänger. Dann als zweites eine richtig geile Sache. Und zwar ein Original der Nita Plüschbär. Schaut ihn euch an, Leute. Wie geil ist der bitte? Richtig nice Sache. Und dann natürlich auch noch ganz standardgemäß hier eine Hans-Junior Autogrammkarte, Vorderseite und Rückseite limitiert auf 3000 Stück. Und dann die letzten 3 Sachen sind hier nochmal 3 nice Sticker. Und wie gesagt, das T-Shirt gibt es auch dazu. Und dann die nice Box. Sieht auch mega, mega cool aus, muss ich sagen. Haben wir auch hier so eine kleine Prägung sogar drauf. Ja. Bessere Versandzeit auch am Start, Freunde. Also gönnt euch. Ja, Leute, gönnt euch auf jeden Fall den Merch ab 18.07. erhältlich. Seid schnell. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an. So, Leute, die allererste Sache, die du im Brawl Stars Update verpasst hast, ist tatsächlich eine Änderung zu Gale. Ja, ihr wisst es jetzt, dadurch, dass eine neue Season begonnen hat, wurde Gale jetzt ein bisschen seltener gemacht, beziehungsweise nicht seltener gemacht, sondern er ist jetzt einfacher zu ziehen. Er hat jetzt nicht mal die Seltenheit eines legendären Brawlers, sondern er ist inzwischen so selten wie ein mythischer Brawler. Das heißt, wenn ihr Gale bisher noch nicht habt, dann könnt ihr Gale inzwischen um einiges einfacher bekommen. Die zweite Sache hängt tatsächlich mit dem neuen Modus zusammen. Das habt ihr vielleicht schon mitbekommen, wenn ihr im 48-Stunden-Livestream mit dabei wart. Ansonsten werde ich euch mal kurz zeigen, was ihr zum neuen Modus verpasst habt. Ist auf jeden Fall ziemlich, ziemlich krass. Also, Freunde, passt jetzt einfach mal ganz genau auf. Ihr seht es jetzt hier oben da auf der, nee, auf der Seite. Da ist tatsächlich der gute Ash wieder am Start. Und ihr wisst es, wenn einer irgendwie krass in einer Sache ist, dann ist es auf jeden Fall irgendwie unter anderem Ash. Link zu seinem Kanal ist auch unten in der Videobeschreibung. Ich würde sagen, passt einfach mal jetzt ganz genau auf, was passiert. Ich lasse es jetzt mal ein bisschen hier durchlaufen. Er ist hier tatsächlich bei ultra schwierig 16. Alter.
schaut euch das an. Es gibt nämlich tatsächlich einen ultra krassen Trick, mit dem man es in Anführungszeichen einfach schaffen kann, den neuen Modus auf ultraschwierig 16 zu schaffen. Schaut euch das an. So, hier am Ende sind die tatsächlich bei 5% noch bei dem großen Boss, also bei dem T-Rex. Und schaut euch das an. 1%! Screenshot! Yes! Insane 16 complete! Let's go, guys! History has been made today. Zu krass. Ich glaube, er war einer der ersten Spieler, der es auch auf ultra schwierig 16 geschafft hat. Ich weiß nicht, ob dieser Trick noch möglich sein wird, wenn jetzt Super City Rampage wieder reinkommt. Ich glaube, es ist ja in 3 Tagen oder sowas knapp wieder soweit. Ansonsten könnt ihr es ja gerne mal ausprobieren. Ihr braucht da, wie gesagt, Bow für und die zweite Star Power. Also wenn ihr die zweite Star Power nicht habt, dann ist es halt sinnlos. Dann könnt ihr es nicht probieren. Und ihr müsst es halt irgendwie schaffen, mit 2 anderen Bows in eine Lobby reinzukommen. Und das Ganze geht halt nur, wenn man schon relativ hoch ist. So schon bei ultraschwierig 3 oder 4 geht es schon einigermaßen. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg. So, die nächste Sache, und zwar Punkt Nummer 3, ist auch eine ganz coole Sache. Die wurde mir auch im Livestream geschrieben. Und zwar, wenn man jetzt hier auf den Brawl Pass geht, dann fällt einem zuerst auf, okay, ich bin hier aktuell bei Stufe 10. Und als zweites, wenn man hier ein bisschen rüber scrollt, aha, was geht ab, Lukas? Lukas, schau dir das mal an. Oha, das ist krass. Hier sind einfach mal so Spike-Socken am Start. Ja, die sind ein bisschen am Trocknen, ne? Ja, ja, genau. Also das ist vielleicht auch eine Sache, die ihr im Update noch nicht mitbekommen habt. Junge, Lukas da einfach mal so am Head glitschen. Nice auf jeden Fall. Also, die nächste Sache, könnt ihr mal schreiben, ob ihr es schon wusstet. Ansonsten wisst ihr es auf jeden Fall jetzt. Kommen wir zu Punkt Nummer 4. Ich habe es ja schon ein paar Mal vorgestellt. Max ist tatsächlich ja so sozusagen Werbeaushängeschild von so einer Energy-Drink-Firma, die halt in dem Brawl Stars Universum Energy Drinks herstellt. Und es gibt auch noch ein paar andere Brawler, die tatsächlich Werbepartner sind. Und das wurde jetzt hier indirekt in ein paar Animationen nochmal zur Schau gebracht. Man konnte es vorher schon mal vielleicht beim einen Brawler vermuten, aber ich werde euch nochmal ganz kurz zeigen, was man hier genau gefunden hat. So Leute, der erste Werbepartner ist tatsächlich der gute Kalt. Ihr seht es hier auf der Seite, da in diesem einen Banner, da sehen wir Colt Crunch. Also ich persönlich, ich wusste das schon, aber das ist eine Sache, die tatsächlich das letzte Mal so im Gespräch war, vor so fast 2 Jahren, wo man so gewusst hat, dass Colt auch so eigene Cereals oder sowas hat. Und hier sieht man das Ganze nochmal, es ist so ein fettes Werbeplakat. Und ebenfalls sieht man hier auf dieser anderen Seite gleich auch noch den zweiten Werbepartner. Und zwar, wenn ihr jetzt hier ganz genau hinschaut, ist ebenfalls Ems ein Werbepartner. Und zwar, ja, für Haarspray. Wer hätte es gedacht? Also insgesamt haben wir hier in Brawl Stars tatsächlich 3 Werbepartner. Und zwar zum einen Colt, dann Ems und dann noch Max. Kommen wir zu der nächsten Sache, die du sehr wahrscheinlich verpasst hast. Und zwar gibt es eine vermutlich geheime Verbindung zwischen 3 Brawlern. Und diese 3 Brawler wurden auch erst vor kurzem ins Spiel hinzugefügt. Passt jetzt auf, Freunde. Das ist uns allen schon ein bisschen aufgefallen, aber es wurde jetzt ein neuer Brawler ins Spiel reingebracht, und zwar Surge, der das Ganze nochmal ein bisschen deutlicher gemacht hat. Und zwar schauen wir als erstes bei dem Brawler, der wo es am längsten bekannt ist, und zwar bei Sprout. Da sehen wir hier vorne bei ihm, ist so ein komisches Logo. Meiner Meinung nach ist das so ein außerirdisches Logo, das hat nichts irgendwie mit irdischen Sachen, sage ich jetzt einfach mal, zu tun. Das ist nicht irgendwie, keine Ahnung. Also, ihr wisst eh, was ich meine. Also, es ist halt irgendwie so ein komisches Logo, was auf Sprout drauf ist. Das liegt halt einfach daran, dass er ein Roboter ist. Und wir haben ebenfalls ein komisches Logo bei Nani gefunden. Das sieht man auch hier hinten. Und zwar, viele haben gesagt, das ist irgendwie so ein Instagram-Logo. Aber natürlich ist es kein Instagram-Logo. Es ist irgendwie ein anderes Logo, was halt auch hier auf Nani zu finden ist. Und zu guter Letzt ist der neue Brawler Surge herausgekommen. Und auch Surge hat ein krasses Logo, beziehungsweise ein komisches Symbol, hinten auf seiner Rüstung drauf. Und zwar diese komische Fratze.
Meine Theorie hierhinter ist tatsächlich, dass diese drei Brawler von drei unterschiedlichen Entwicklern gebaut wurden. Wir wissen ja, dass zum Beispiel unter anderem Jessie ja an ihrem Turret selber rumschraubt und hier könnte es halt auch sein, dass es drei Ersteller gibt, die diese drei Brawler entwickelt haben. Also ich spreche jetzt wirklich von so, wie gesagt, geheimen Drahtziehern, so, ihr wisst eh ungefähr, glaube ich, was ich meine. Und ich persönlich würde auch, wenn ich irgendwie einen Roboter oder sowas erschaffe, würde da auch so eine kleine Signatur hinterlassen, wie es auch die Künstler auf zum Beispiel der Mona Lisa machen oder, keine Ahnung, irgendwie auf so Gemälden oder sowas. Und ich bin halt so ein bisschen der Meinung, dass diese Symbole so ein bisschen die Signatur von den Leuten sind, die diese Roboter erschaffen haben. Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr meint, dass an dieser Theorie was dran ist. Aber ich glaube tatsächlich, dass ja irgendwie einen Grund das Ganze haben muss, warum hier diese komischen Symbole auf den Brawlern drauf sind. Lasst mich auf jeden Fall in den Kommentaren wissen. Dann kommen wir zu Punkt Nummer 6. Und zwar erstmal zu Shelly. Und zwar hat Shelly tatsächlich einen neuen Gesichtsausdruck bekommen. Und zwar seht ihr das Ganze, wenn Shelly sozusagen ausgewählt wird, da macht die so ihren Mund so auf. Und das wurde halt neu hinzugefügt. Das Ganze finden wir auch bei Colt wieder. Der hat auch so eine ähnliche neue Mundanimation bekommen. Muss ich sagen, ist ganz cool so, also hat man nicht gebraucht, aber geht auf jeden Fall klar. Und das Ganze wurde auch bei Crow hinzugefügt, beziehungsweise er hat allgemein halt so eine andere Gesichtsanimation als vorher bekommen. Crow hat ja allgemein krass Remodel bekommen und da wurde halt auch ein bisschen was an seinem Gesicht natürlich gemacht. Aber jetzt, Freunde, kommen wir zu den richtig krassen Sachen. Wir kommen direkt zu Punkt Nummer 7. Und zwar, Freunde, hat der gute DevelopArt wieder etwas herausgefunden. Und zwar diese komische Brawl Stars-Krone. Normalerweise, wisst ihr, sieht das Brawl Stars-Logo nicht so aus. Und dieses Logo findet man auf allgemein immer so neuen Gebieten wieder. Wenn ein Gebiet gerade neu rausgekommen ist, dann findet man immer diese komische lachende Krone in diesem Gebiet. Und diese Krone findet man ebenfalls bei der Brawl Stars Animation. Wenn ihr jetzt hier mal ganz genau hinschaut, wenn wir jetzt mal hier auf diese Seite schauen, dann fällt uns auf, dass hier auch dieses komische Gesicht die ganze Zeit zwischen dem normalen Brawl Stars Logo hin und her wechselt. Ich weiß nicht, was das bedeuten soll. Irgendeinen Grund wird es auf jeden Fall haben. Man weiß es nicht, Freunde. Also da habe ich tatsächlich leider auch noch keine Theorie zu aufstellen können, warum hier dieses Brawl Stars Logo zu seinem grinsenden Gesicht wechselt. Ich habe keine Ahnung. Und zu guter Letzt, jetzt wird es richtig krass, Leute. Haltet euch fest. Der geheime Brawl Stars Livestream läuft immer noch. Dieser Brawl Stars Livestream ist online bereits seit dem 19.04. Ihr wisst es, ich habe da schon ein paar Videos zu gemacht. Und dieser Brawl Stars Livestream läuft immer noch, ja? Er hat nicht gestoppt, auch nicht mit diesem Update, er ist immer noch am Start. Und es wurde eine krasse Sache zu diesem Brawl Stars Livestream gepostet, beziehungsweise zu diesem geheimen Kanal namens WKBRL. So ist ja die URL von diesem Kanal, der jetzt auch inzwischen schon über 100.000 Abonnenten hat. So Leute, und zwar bin ich jetzt hier im App Store bei Brawl Stars und hier wurde ja vor kurzem diese Versionsverlauf geupdatet. Und das ist tatsächlich nicht das Interessante. Wenn wir hier ein bisschen weiter runter gehen, dann konnte man hier gerade etwas aufklappen. Und zwar so eine kleine Erklärung, was Brawl Stars ist, so ein Leitfaden und so weiter. Und ein paar Sachen, die man halt grundsätzlich zu Brawl Stars vorher wissen möchte, bevor man das Spiel sich vielleicht runterlädt. Und hier, schaut euch das an. Freunde, der geheime Livestream wurde jetzt hier offiziell im App Store und im Google Play Store gepostet. Wir haben hier drei Fragezeichen, einen Doppelpunkt und der Link zu dem geheimen Brawl Stars Livestream und diesem geheimen Kanal. Alter, Supercell, was macht ihr nur mit diesem Spiel? Warum ist das da? Was hat das zu bedeuten, Leute? Es ist zu krass. Es wurde einfach mal hier in den App Store offiziell bei Brawl Stars einfach mal eingefügt, dieser geheime Kanal. Doch was bedeutet das? Wir wissen jetzt, dass dieser Livestream wirklich offiziell von Supercell bzw. von Brawl Stars gestartet wurde und dass das Ganze kein Fan-Content ist. Das hat keiner erstellt, der nicht offiziell von Supercell bzw. Brawl Stars ist. Das wurde, wie gesagt, legit von Supercell, von Brawl Stars hier erstellt, dieser Livestream und dieser Kanal.
Und es ist wirklich zu krass, Leute. Ich bin gerne mal gespannt, was ihr dazu sagt. Schreibt es mir in die Kommentare. Es ist zu wild. Wir werden diesen Livestream wahrscheinlich jetzt öfter nochmal wieder ansprechen, wenn sich hier noch immer etwas verändert. Seid auf jeden Fall am Start, Leute. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, abonniert gerne diesen Kanal. Lasst einen Daumen nach oben da. Und ich bin gespannt, was ihr hier zu diesen krassen neuen Update-Änderungen sagt. Ich bin ultra hyped. Und ich würde sagen, Leute, das ist jetzt hier mit diesem Video. Lasst auf jeden Fall einen fetten Daumen nach oben da. Checkt die Videos aus der Endcard aus. Und ja, schaut bei allen vorbei, was ich hier so eingeblendet habe. Bei Ash und auch bei Develop Art. Und auch gerne bei dem Livestream könnt ihr auch mal gucken, ob ihr da irgendwas rausfindet. Bis dann, Leute. Und ciao. Ciao.